mit jw.org die Botschaft der Bibel verbreiten. So lautet der Titel des neuen Videos der Leitenden Körperschaft, in dem sie Sinn und Zweck sowie die Vorzüge dieser Kampagne begeistert darlegt. Benötigt Jesus Christus eine Website wie jw.org? Der Eindruck, dass sich die Wachturmgesellschaft gerade in den letzten Jahren mit ihrer Selbstdarstellung immer mehr selbst predigt, zeigt sich deutlich in ihrer jw.org-Kampagne. Mit ihrer neuen Website jw.org startet die Leitende Körperschaft der Zeugen Jehovas eine weltweite Kampagne, um, wie sie sagt, die gute Botschaft noch effektiver und wirkungsvoller zu verkündigen. Mit dem neuen Design wollten wir vor allem erreichen, dass so viele wie möglich von der guten Botschaft erfahren. Was ist jw.org? jw.org ist die Homepage der Wachturmgesellschaft, der Verlag, der Zeitschriften wie Wachturm und Erwachet sowie Broschüren und Bücher veröffentlicht, die die Grundlagen der Lehre und Glaubensansichten der Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas zum Inhalt haben. jw.org ist nicht eine Website der Zeugen Jehovas, sondern ihres Verlags. Um es klar zu sagen, die Tatsache, dass Jehovas Zeugen eine Website betreiben, das ist an sich nicht das Problem. Alle Religionsorganisationen machten dies schon lange vor der WTG. Doch mit diesem Video möchte die Leitende Körperschaft den Eindruck erwecken, jw.org sei ein von Gott eingesetztes Mittel, um die gute Botschaft Christi zu verkündigen. Mit der Website wird so viel erreicht. Jehova segnet das sehr. Der blaue Kasten mit dem Schriftzug bildet den Markenkern der Organisation der Zeugen Jehovas. Die Website jw.org ist die bislang aufwendigste Imagekampagne, die von der Leitenden Körperschaft der Zeugen Jehovas durchgeführt wird. Mit kurzen Texten und professionell aufbereiteten Videos und Fotos zeigt sie ein rosarotes, einseitiges und teils irreführendes Bild der Organisation und ihrer Tätigkeit. Durch geschickte Auslassungen oder Schönfärbung suggeriert die Wachturmgesellschaft Tatsachen, die sich bei näherer Betrachtung, verglichen mit den Inhalten ihrer eigenen Publikationen, nicht erhärten lassen. Nur ein Beispiel. Auf ihrer Seite wird die Frage gestellt: Brechen Jehovas Zeugen den Kontakt zu ehemaligen Mitgliedern ihrer Gemeinde ab? Antwort, Zitat: Zeugen Jehovas, die nicht mehr aktiv sind oder nach und nach den Kontakt zur Gemeinschaft verlieren, werden nicht gemieden. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, um nicht zu sagen eine bewusste Irreführung. Wer sich still zurückzieht, wird zwar nicht gemieden, gilt aber als schlechter Umgang. Wer sich jedoch offiziell von den Zeugen verabschiedet, sprich kein Zeuge mehr sein möchte, wird sehr wohl gemieden. Und selbst von der Familie wird erwartet, keinen Kontakt mit diesen Abtrünnigen zu pflegen. In der Antwort wird zwar zugegeben, dass der Kontakt zu Ausgeschlossenen abgebrochen wird. Über die volle Tragweite lassen sie den Besucher aber im Unklaren. Die Wachturmgesellschaft bedient sich sogenannter Halbwahrheiten, um die Realität zu vertuschen. Mit dem Traktat Lebensfragen, wo findet man die Antwort, suggeriert man dem Leser, Antworten anhand der Bibel für alle Lebenslagen zu liefern. Tatsächlich findet man in ihren Zeitschriften nur äußerst fahrlässig aufbereitete Lebenshilfe. jw.org ist ein Propagandawerkzeug der Wachturmgesellschaft. Alle Bücher, die an Ständen und an den Türen vertrieben werden, und alle Inhalte, die man auf der Website findet, sind herausgegeben von der Wachturmgesellschaft und haben Lehren der Zeugen Jehovas zum Inhalt. Das sind keine unabhängigen Informationen oder Auslegungen der Bibel. Deshalb ist bei jedem Gespräch mit Zeugen Jehovas und bei jedem Besuch von jw.org eine gesunde Skepsis geboten. Irritierend ist für viele Zeugen auch die Tatsache, dass bis noch vor wenigen Jahren das Internet verteufelt wurde. Ein Zeuge sollte sich tunlichst davor hüten, Informationen aus dem Internet zu holen. Die Verwendung von Computern, Handys oder iPads in der Versammlung wurde nicht erlaubt.
Nun aber scheint der treue und verständige Sklave den wahren Wert dieses Mediums Internet, wenn auch spät, doch noch erkannt zu haben. Und nun werden wir uns daran gewöhnen müssen, dass unsere Brüder nicht mehr mit der Bibel in der Hand von Haus zu Haus gehen, sondern mit dem iPhone oder Tablet. Angestrengt scrollen sie auf ihren Geräten herum, um den Menschen begeistert zu zeigen, wie toll die Website der WTG ist und wie schnell man Antworten auf Lebensfragen findet. Mit der Bibel in der Hand könnte man die Botschaft schneller, direkter und effektiver vermitteln. Was fällt uns auf, wenn wir uns dieses Video der WTG genau anhören? Nun, die Eingangsszene zeigt uns eine ältere Verkündigerin, die in Begleitung einer jüngeren Verkündigerin von Haus zu Haus geht und mit einem Tablet in der Hand Zeugnis gibt. So möchte man suggerieren, dass es auch für Ältere nicht schwer ist, mit der neuen Website von Haus zu predigen. Man sieht die komplette leitende Körperschaft an ihrem großen Konferenztisch sitzen, im Hintergrund eine beeindruckende große Weltkarte und erfährt, dass man mit der Website so viele Menschen wie möglich mit der guten Botschaft erreichen will. Mit dem neuen Design wollten wir vor allem erreichen, dass so viele wie möglich von der guten Botschaft erfahren. Wir sind weltweit aktiv, predigen überall. Wer Fragen hat, kann die Antworten direkt auf seinem Handy finden. Das ist zunächst ja ein edles Ziel, das auch andere Religionsorganisationen mit ihren Webseiten verfolgen. Doch wer die Website jw.org aufsucht, wird kaum etwas über den wahren Kern der guten Botschaft erfahren, wie sie von Jesus und seinen Jüngern und Aposteln verkündigt wurde. Die Botschaft Jesu ist eine einfache und klare Botschaft, die in wenigen Sätzen vermittelt werden kann. Was ist der eigentliche Kern der guten Botschaft? Der Kern der guten Botschaft, wie sie von Jesus Christus und den Aposteln verkündigt wurde, lautet: Gott hat uns durch Jesus Christus und sein Loskaufopfer Barmherzigkeit erwiesen, um allen Menschen den Weg zur Rettung zu ermöglichen. Jesus selbst sprach zwar auch vom Königreich Gottes als Bestandteil der guten Botschaft, doch jeder kann anhand einer Konkordanz nachprüfen, dass es bei den über 100 Stellen in der Bibel, in denen der Ausdruck gute Botschaft, gute Nachricht, Evangelium vorkommt, nur 8-mal von der guten Botschaft vom Königreich die Rede ist, die restlichen Male aber 90% von der guten Botschaft über den Christus. Betrachten wir die Website jw.org, dann sehen wir, dass es bei der guten Botschaft der WTG genau umgekehrt ist. Es geht fast ausschließlich um das Königreich und weniger um Jesu Tod und Auferstehung als Kern der guten Botschaft. Wenn von der guten Botschaft gesprochen wird, dann nur in dem Sinn, dass das Königreich Gottes alle Probleme der Menschheit lösen wird, ein Standardsatz der Zeugen im Predigtdienst. Die Botschaft, dass Jesus Christus der Mittelpunkt unserer Rettung ist, bleibt für die Leser von jw.org im Dunkel. Der Name wird nicht einmal erwähnt. Nicht wir sind der Mittelpunkt unserer Predigt, sagt Paulus, sondern Christus, der Herr. Der weitaus größte Anteil der Website ist nicht der Botschaft über Jesus Christus gewidmet, sondern der Selbstdarstellung der Organisation von Jehovas Zeugen. Dem Besucher der Website wird suggeriert, nur Jehovas Zeugen können anhand der Bibel Antworten auf alle Lebensfragen geben. Nur Jehovas Zeugen verteidigen die Religionsfreiheit und erringen mit Gottes Hilfe einen Sieg nach dem anderen vor Gerichten. Nur Jehovas Zeugen haben den Segen Gottes. Nur Jehovas Zeugen scheinen im Katastrophenfall selbstlos zu helfen. Nur Jehovas Zeugen verstehen die Bibel richtig und haben die Wahrheit. Oder Jehovas Zeugen sind die ehrlichsten Menschen der Welt und so weiter. So ist es nicht erstaunlich, wenn Jeffrey Jackson von der leitenden Körperschaft feststellt, dass für viele jw.org der erste Berührungspunkt mit Jehovas Zeugen sein soll. Und damit hat er das wahre Ziel dieser Kampagne angesprochen. Als es bei der leitenden Körperschaft um das neue Design der Website ging, wurde klar, für viele ist die Website der erste Berührungspunkt mit Jehovas Zeugen. Es geht darum, Menschen zur Organisation zu bringen.
und nicht zu Christus. Wir wollten die Website benutzerfreundlich und ansprechend gestalten, damit jeder herausfinden kann, wer wir sind, was wir glauben und wie er uns erreichen kann. Der Name Christi wird im gesamten Video nicht einmal erwähnt. Eine junge Zeugin erzählt begeistert, dass sie mit der neuen Website die Bibel besser erklären kann. Dank der Website kann ich anderen die Bibel besser erklären. Wirklich? Wird durch die Website die Bibel nicht verdrängt? Jehovas Zeugen waren bisher dafür bekannt, dass sie mit der Bibel in der Hand zu den Menschen gingen. Nun gehen sie mit einem Smartphone von Haus zu Haus. Die ersten Christen gebrauchten keine geschickten Worte oder überzeugenden Kausalketten. Sie mussten niemanden überreden. Sie mussten nicht versuchen, die Menschen mit Ratschlägen für alle Lebensfragen zu gewinnen. Auch war es nicht nötig, alle möglichen Überlegungen anzustellen, wie sie die Menschen auf sich aufmerksam machen konnten. Sie sagten einfach, was geschehen war. Dies ging und geht auch ohne jw.org. Denn Gott hat durch Christus Frieden mit der Welt geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet,